So Leute, herzlich willkommen zu diesem Lampen-Update-Video. Ich muss das jetzt halt doch separat machen, weil das sonst mir halt wieder ab 18 geschalten wird und ihr meine Lampen nicht sehen könnt, die halt kein Konto haben, wo sie das schon verifiziert haben oder wie auch immer man sich das schimpft. Mir auch scheißegal. Gut, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und zwar, die Uhrenlampe hängt jetzt hier über meinem Sofa. Mit braunem Kabelkanal sogar. Sieht sogar geiler aus als die ganzen weißen, finde ich, weil ich hatte keinen weißen mehr da. Darum ist es halt jetzt ein brauner geworden. Genau, hier habe ich eine neue Leuchte. Zum Turbo ist das mit 2x65 Watt. Das ist genau die gleiche, die da vorher schon hing. Nur war die davor hing, einflammig und die ist halt zweiflammig. Einmal mit Kondensator drin, seriell beim einen Zweig. Mit den originalen Osram ST111 Alu-Startern von 1963 noch drin. Die Starter waren da schon original drin. Also die bleiben da auch drin, ne? Weil ich habe ja jetzt auch noch so einen für meine Sammlung noch gekriegt. Vom Elias ist die Funzel. Die war in seiner Schule montiert. Und ja, die hängt da schon seit den 60ern. Die hat Baujahr 1964. Starter sind von 63. Oder Moment, da mal, konnte ich auch mal zeigen. Und selbstverständlich, wenn wir es aber einschalten, die Geschichte, die auf dem kapazitiven Zweig wird vermutlich wieder direkt instant einen Kaltstart machen. Ah, hab gar nicht geschalten, weil der ein bisschen geklemmt hat und dann hat es direkt ein Aus. Also, das ist gar nicht anliegen. Also nochmal. Okay. Doch kein Kaltstart, wie er sonst immer gemacht hat. Weil bei dem Kondensator der Entladewiderstand scheinbar kaputt ist. Und wenn ich es ausmache, leuchtet der Kapazitive auch ein wenig nach, tatsächlich. Ich weiß nicht, inwiefern man das auf der Kamera sehen kann. Ja, aber die fängt jetzt schon so zu rodelieren an. Also, die ist bald kaputt. Genau, ich habe neue Natriumdampflampen jetzt auch. In der Zwischenzeit zubekommen, weil ich habe ja vorher die im Reflektor drin gehabt. Die ist allerdings ein wenig undicht. Darum habe ich mir hier ganze drei Osram Plantstar bestellt. 400 Watt Natriumdampflampen. Die haben erhöhten Quecksilberanteil im Brenner, dass der Blauanteil erhöht ist. Aber ansonsten sind es auch ganz normale Natriumdampflampen, haben auch, die brauchen auch 4,4 Ampere, wie eben die normalen auch. Da ist gar kein Unterschied da. Gut, die Funzel hängt da jetzt schon länger, das kennt man ja. Ob ich die schon gezeigt habe, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Das ist die, die hier mal hing, bevor ich die hier gekriegt habe. Die Schiene ist übrigens eigentlich von der hier. Genau, aber weil halt bei der keine Schiene dabei war, haben wir gesagt, die können wir eins zu eins werkzeuglos einfach austauschen. Und weil halt hier schon ein Drehverschluss kaputt war auf einer Seite, dann haben wir gesagt, jetzt spackst mal die einfach da so hin, klatschen eine zweite 0,67 Ampere Drossel parallel auf die schon bereits verbaute und drehen eine 140 Watt Leuchtstoffröhre rein. Das ist eine 65 Watt Leuchte mit der 140er Röhre drin. Das funktioniert ziemlich gut. Nur hat es mir den Schalter jetzt bisschen kaputt macht. Als Starter habe ich einen sowjetischen Alu-Starter genommen, bei der eben am besten mit diesen hohen diesen hohen Stromfluss schalten kann. Jetzt habe ich es, weil die boah, beim Vorheizen, ich müsste es einmal nachmessen beziehungsweise mal ausrechnen, was das zieht. Auf jeden Fall, ja, das ist halt doppelt so viel wie eine 65er Röhre, ganz einfach. Von der Länge her ist die genauso lang wie eine 65er Röhre. Von denen habe ich ein paar zum Benutzen. Boah, ich glaube, 6 Stück habe ich insgesamt von denen. Wenn ich mich nicht irre. Weil die sind ja eigentlich nichts zum Verheizen. Das ist eigentlich was Seltenes. Das benutzt man normal nicht. Aber ja, ich benutze es halt jetzt trotzdem einfach mal. Weil ich habe mir halt jetzt die Funzel hier umbaut. Ich habe mir genügend von den Röhren gekauft.
Die gehen mir nicht aus. Eine habe ich in die Sammlung. Die hat dann Riffelkappen sogar, weil das Philips-Fabrikate sind, auf Osram gelabelt. Und die kann ich dann ganz normal verwenden hier. Und die eine ist halt in der Sammlung jetzt drin mit OVP. Zusammen mit meiner 215 Watt Osram VHO. Bin mir nicht sicher, ob ich die schon gezeigt habe. Ansonsten kommt da nochmal ein separates Video. Ja, jetzt einfach nur mal kurz zum Zeigen. Draußen habe ich meine Straßenlaterne, die Mesco, die da hängt. Ich glaube, ich habe die schon gezeigt, ja. Bin mir sogar ziemlich sicher. Da habe ich jetzt das 250er HQL-Verschaltgerät rausgebaut. Und da 400 Watt, also eine 4,4 Ampere Drossel, genau die, die auf meinem Testfeld war, die habe ich da wieder runter montiert und habe die da rein montiert. Und ein Zündgerät eben noch beigelegt. Die eine Kappe von der Zoom ein bisschen runter. Die Kappe, welche die Windungen abdeckt, da musste ich die auf einer Seite entfernen, die war sowieso halt locker, also die kann man halt wieder drauf machen und wieder runter machen. Aber ich denke mal, dass das Vorschaltgerät jetzt in der Mesco für immer mal bleiben wird. Ich denke nicht, dass ich das da wieder rausbaue. Und deswegen, ja, aber soll es wieder rausfliegen, dann habe ich ja den eben diese Kappe hier noch. Genau, die Straßenlaterne, die Trilux, die habe ich auch runtergeholt, weil die halt undicht war. Aber das ist gefixt. Die kommt dann wieder, wird dann wieder aufgehangen mit einem Kollegen, den ihr noch nicht kennt. Weil Andi, Ben und Elias kennt ihr ja schon. Aber ich habe jetzt jemanden neuen kennengelernt. Der wird jetzt dann in 3 Wochen kommen. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen schrauben werden und ich denke ich mal auch ein bisschen was filmen werde und zeigen werde, weil ich kriege ja dann auch neue Sachen wieder, für welche ich eigentlich gar keinen Platz habe, aber fuck it. Ja, ich denke, dann hätte ich es jetzt hier schon mal soweit. Im Lager habe ich zwar schon nur ein paar neue Leuchten, aber das denke ich mal packe ich dann mit ins neue Video dann, also mit meinem Kollegen dann in 3 Wochen. So lange wird jetzt hier kein Video mehr kommen, denke ich mal. Und ja, mal schauen, was sich dann ergibt.